bleibt nicht viel Zeit. Nikolaus naht, der zweite Advent und Weihnachten sowieso. Und wer jetzt noch keine Geschenke hat, der muss sich bald schon sputen. Darum heute drei Buchempfehlungen, mit denen Sie garantiert unterm Weihnachtsbaum und anderswo einen sehr guten Eindruck hinterlassen werden. Helmut Krauser für die Ewigkeit. Helmut Krauser ist einer der vielseitigsten, produktivsten und, man darf es ruhig mal sagen, genialsten Schriftsteller unserer Sprache. Mit jedem seiner Bücher überrascht er mich aufs Neue, so auch mit diesem. Es spielt im Argentinien des Jahres 1902 und es geht um eine große verbotene Liebe zwischen einem Klavierlehrer und seiner Schülerin. Aber es geht natürlich auch um große Themen, Schuld und Sühne, Verfolgung und Jagd. Es ist unglaublich spannend und teilweise auch sehr komisch. Ein großer Wurf eines großen Schriftstellers Helmut Krauser für die Ewigkeit. Wann, wenn nicht jetzt, in dieser zwar hoffentlich nicht schneefreien, aber skifreien Zeit, gäbe es eine bessere Gelegenheit, dieses Buch zu lesen? Axel Lund-Zwindal, Größer als ich. In seiner Autobiografie beschreibt er seine Kindheit in einer stillgelegten norwegischen Bäckerei. Er schildert uns, warum er besser dann doch nicht Fußballer geworden ist. Er beschreibt die Höhen und Tiefen seiner Karriere, Stürze und Comebacks. Und am Ende kann man nur sagen, Axel Lund-Zwindal ist nicht nur einer der größten Skisportler unserer Zeit, sondern auch einer der sympathischsten. Größer als ich. Und das dritte ist eine Pieper-Hausproduktion, die ich Ihnen gerne servieren würde. Tödlich aufgetischt versammelt Erzählungen von vielen unserer besten Krimi-Autorinnen und Autoren, darunter Gisa Pauli, Nicola Förk, Arne Dahl, Susanne Mischke, Wolfgang Burger und andere. Und sie alle erzählen uns eine Geschichte und liefern Rezepte, wie man Menschen auch sehr genüsslich zur Strecke bringen kann über mehrere Gänge. Und wann, wenn nicht ausgerechnet in einer Zeit, wo man sich noch mehr mit dem kulinarischen Wohl beschäftigt als sonst im Jahr, wäre das eine gute Idee. Und ich kann Ihnen versprechen, als Leser erreicht man garantiert das Dessert. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende.